Hallo Leute. Gleiches Szenario wie beim letzten Mal. Ich bin einfach zu dämlich zum Fahren. Und deshalb... Ich laufe rückwärts, ich weiß nicht genau warum. Hallo? Bleib doch mal stehen. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau, was... So, jetzt komm, mach mal hin da. Wir haben nämlich jetzt ein ernsthaftes Problem. Allerdings sind wir ein bisschen besser versorgt als beim letzten Mal. Irgendwas sagt mir, ich kann es vergessen, meine Sachen da rauszuholen, ne? Wir schlagen uns in die Wildnis. Und in der Wildnis schlagen wir uns im optimalen Fall Holz. Hat geklappt. Und jetzt machen wir ein bisschen Lagerfeuer und essen unsere Energie wieder in einen einigermaßen guten Bereich. So. Wo hast du es? Da hast du es, Feuer. So, jetzt können wir einfach nur hoffen, dass wir nicht ohnmächtig werden und vor allem, dass keiner das Feuer sieht. So, ich lasse mal lieber die Animation auslaufen. Okay, es hat aufgehört zu blinken schon mal. Das dürfte für uns heißen, dass wir schon mal nicht mehr ohnmächtig werden. Allerdings ist die Sicht noch immer echt bescheiden. Und... ich glaube nicht, dass wir hier auf eine Bluttransfusion hoffen können. Das ist auch wieder so... ich bin gerade am Überlegen, soll ich zurücklaufen? Da vorne, das ist nicht weit von hier, war ja die Ziege. Ich glaube, eine bessere Idee habe ich jetzt momentan nicht. Dann mache ich das einfach. Aber wie ich gerade sagen wollte, ist es schon irgendwie komisch. Bei DZ sterbe ich meistens an Autounfällen. Ich sollte vielleicht nicht mehr als Fahrer einsteigen. Also wenn ihr mich mal irgendwann sehen solltet auf einer Map oder so, sagt mir nie, dass ich fahren soll. Das läuft, glaube ich, auf Mord und Totschlag bzw. Explosion hinaus. Während ich die Eisenbahnschienen in Richtung Ziege entlang laufe, bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht hier nochmal schnell ausmachen sollte. Weil das kann man ja auch eigentlich hier keinem antun gerade mit dem Sichtverhältnis. Im optimalen Fall sehen wir uns auf dieser Map wieder. Ansonsten bis zur nächsten Folge. So, einige von euch werden es jetzt vermutlich merken. Wir haben die Map gewechselt. Das liegt daran, dass wir schlichtweg auf der letzten Aufnahme verreckt sind, könnte man sagen. Das hier habe ich jetzt spontan mal aufgemacht mit einem Savegame von mir. Ich bin schon ein bisschen ausgerüstet. Gucken wir mal kurz, was dabei ist. Ein bisschen Fleisch habe ich noch, die ganzen Tools und eine Handgun, auch immer sehr nützlich. So, jetzt nochmal kurz in den Settings rumgespielt. Mal kurz sehen, ob auch alles klappt.
hier nochmal ein bisschen anpassen. Die letzte Aufnahme habe ich in der Nacht gespielt. Da konnte man aber leider im Endeffekt nicht viel sehen, auch mit hoher Auflösung. Also was heißt mit hoher Auflösung? Auch mit den Settings auf ganz hoch konnte man echt wenig sehen. Deshalb habe ich das mal direkt gelassen. Audio vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren. Okay, nee, das ist schon ungefähr so, wie ich das haben möchte. Dann fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt quasi nur ein Lückenfüller, weil ich kurz verreckt bin und jetzt nicht nochmal da anfangen wollte. Auf dem Server sind ein paar Spieler, deshalb muss ich vielleicht mal gucken, dass ich nicht drauf gehe. Weil ich würde sagen, dass diese Ausrüstung nicht so schlecht ist. Und die möchte ich ungern verlieren. Denn ich mag den Chewbacca-Look total. Jetzt müssen wir halt mal gucken, was wir machen. Ich gucke mir gerade mal einen Baum aus, an dem man nochmal kurz stehen bleiben kann. Da bietet sich dieser hier total gut an. So. Eine Map habe ich sogar auch. Fleisch habe ich noch da. Wasser wird eng. Wir haben anscheinend, sofern ich das nicht noch im Rucksack habe, okay, wir haben Wasser. Wir haben eine leere Wasserflasche. Die könnte man mal auffüllen. Und dazu rennen wir nach Tscherno. Auf dieser Map ist das die Hauptstadt, beziehungsweise die größte Stadt. Wahlweise könnten wir auch einen Abstecher machen nachher und uns mal den Flughafen, den Airport angucken. Oder halt in die Kasernen gehen. Allerdings, wie einige, die das Ganze hier verfolgt haben, schon wissen, bin ich nicht so der Mensch, der gerne auf diese PvP-lastigen Ebenen geht. Von daher habe ich auch wenig Erfahrung. Allerdings durch die neuen Mods war ich jetzt zwangsläufig auch da und meine zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Aber zuerst mal ein bisschen die Lage checken. Auf nach Tscherno, da finden wir sicher lustige Menschen, die uns nett gesinnt sind, die uns gut gesinnt sind. Gut gesinnt. Ja, ja. Und natürlich immer ein bisschen das Feld hier im Auge beachten, im Auge lassen, weil hier die meisten Leute halt über Elektro nach Tscherno reisen. So wie wir. Hier sehen wir schon in der Ferne einen kleinen Bauernhof. Da gibt es immer Waffen und ein bisschen Ausrüstung. Kann man auch mal machen. Und ich meine, da hinten, ein bisschen weiter, wäre dann auch der See, die Quelle. Wo wir unsere Flasche auffüllen können. Ich laufe hier in der originalen DayZ-Map-Mod, beides, ein bisschen freier und unvorsichtiger rum. Das liegt einfach daran, dass ich es nicht so schwierig finde. Ich bin an die Map gewöhnt und sie ist weniger hart als die Nachfolger-Maps. Und hier greift uns auch der erste Zombie an, versucht es. Der hat eine kleine Fehlfunktion, was die Beinarbeit angeht. Die Beine rennen schneller, als der Kopf denkt. Deshalb ist er jetzt auch hinter uns. Und da kommt schon der nächste. Aber das soll uns im Optimalfall nicht weiter stören. Denn ein großer Vorteil an diesem kleinen Bauernhof, die Häuser haben einen Ein- und einen Ausgang. Und Zombies werden für gewöhnlich, Gott sei Dank, langsam in Gebäuden. So, hier immer die Ecken abgucken. Da hinten liegt auch schon was. Und sogar was Nützliches. Naja, Bandagen haben wir genug. Dann können wir direkt aber ein bisschen Wasser trinken. Mal gucken, was die Zombies machen. Der erste ist schon da hinten. Hier haben wir noch eine Axt, aber die brauchen wir erstmal nicht.
Ein bisschen Munition könnte ich natürlich noch mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. So, und dann nochmal hier in die Scheune. Meistens liegen hier um die Ecke Waffen rum. Benzintank, okay. Könnte man gebrauchen, hätte man ein Auto. Haben wir leider nicht. Und Autos in dieser Map finden ist auch nicht gerade so einfach. Aber jetzt sind wir erstmal hier am See. Es sieht relativ ruhig aus. Achso, da haben wir sie schon. Hätte die nicht eigentlich nach unten gespawnt werden müssen in meinen... Oder? Da müssen wir nochmal gucken gerade. Okay, ich war gerade kurzzeitig ein bisschen verwirrt. Wir haben die Wasserflasche aufgefüllt. Und jetzt geht's weiter in Richtung Tscherno. Der Weg hier ist ein wenig lang. Allerdings kann hier echt mal was passieren, denn wie schon gesagt, ganz viele Leute nutzen diesen Weg hier, um von der zweitgrößten Stadt in dieser Map in die größte zu gelangen. Ich nehme gerne nochmal einen Abstecher in die kleinen... was ist das eigentlich? In die kleinen Hallen hier. Gelegentlich steht er mal ein bisschen rum. Ist für uns jetzt unwichtig, da wir keinen Main-Server mehr haben. Früher habe ich oben auf dem Berg ein kleines Lager eingerichtet. Da brauchte ich so viel Absperrdraht wie möglich. Deshalb war hier immer mein Weg nochmal durch die kleinen Häuser. Immer auf der Suche nach diesen kleinen Spulen. Allerdings... macht das jetzt hier wenig Sinn, weil jetzt nochmal anfangen, hier so ein Mörderprojekt zu bauen, ist, glaube ich, nicht ganz im Sinne des Let's Plays. Vor allen Dingen habe ich einen Main-Server jetzt, nicht für das Original DayZ, sondern für eine andere Mod, aber dazu kommen wir vielleicht später. Freut euch schon mal darauf. Und ich tue hier gerade etwas, was ihr auf keinen Fall machen solltet, falls ihr dieses Video anguckt, um zu sagen, hey, ich bin noch nicht so ganz gut in Let's Play, ich muss mir mal angucken, wie es andere Leute machen. Rennt auf keinen Fall frontal durch ein großes Feld, wo keine Bäume oder andere Verstecksmöglichkeiten sind. Ich mache das nur, weil ich total waghalsig hier bin und so schnell wie möglich nach Tscherno kommen will und einfach auf gut Glück gehe, weil mir der Charakter jetzt nicht so sehr am Herzen liegt. Wir haben andere, um die wir uns kümmern müssen. Allerdings, wenn man länger am Leben bleiben möchte, vielleicht dann doch lieber die Felder vermeiden. Und was man machen könnte, mal zu der Winchester wechseln. Die hat eine höhere Reichweite. Wobei wir gegen Heckenschützen aus den herumliegenden Bergen eh keine Chance haben. Sollte da jemand rumsitzen. Wobei ich persönlich gehe dann doch immer... lieber hier solche Wege als die großen Straßen hier entlang, weil da halt die meisten Leute hergehen, komischerweise. Obwohl quasi jeder Let's Player oder jeder Typ, der irgendwas über DayZ postet, sagt, ey Leute, auf keinen Fall die Straßen entlang gehen. Natürlich, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wo man ist, nützt es, glaube ich, dann doch schon ganz gut, wenn man einfach den Straßen entlang geht. Irgendwo kommt man an.